Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu The Flame in the Flood. Sieht mal an, ich hatte noch mal Glück. Der Spielstand konnte wiederhergestellt werden. Ich muss dazu sagen, wir waren im sechsten Tag, jetzt sind wir bei Tag 5. Das heißt, wir haben einen Tag verloren, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Und wir sind hungrig. Das heißt, wir essen direkt mal was. Ich bin mir zu unsicher, was dieses rohe Fleisch angeht. Von daher, müssen wir wohl zurück zum Dock und müssen das Fleisch mal holen. Also das Pökelfleisch. Lege in die Tasche. Gut. Will ich noch irgendwas ablegen? Nee, passt schon. Ja, komm. Die Lumpen machen wir mal aufs Floß. Und was ich jetzt noch schauen wollte unbedingt, ich habe nämlich Angst, dass... Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich habe Angst, dass wir einem Wolf begegnen. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also, wir können eben das verdorbene Fleisch mal machen. Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich den Wolf umbringt. Ich glaube das nur. Ich werde es jetzt mal herstellen. Was ich aber auch noch ganz gerne hätte zur Sicherheit, wäre eine Speerfalle. Und ihr seht, da fehlt uns ein Setzling für. Ah, habe ich jetzt das Pökelfleisch schon gegessen? Nee. Gut. Genau, da fehlt uns ein Setzling für. Deshalb hoffe ich, dass wir den hier finden. Auch wenn wir hier wahrscheinlich schon waren, weiß ich nämlich nicht mehr ganz genau, was es da zu holen gab. Schimmeliger Klumpen? Serious? Oh, also das will ich schon mal nicht. Ah, wobei, vielleicht kann man das für irgendwas zum Craften verwenden. Nehmen wir es doch mal mit, ne? Ja, wir haben ein Feuerchen. Uns ist aber eigentlich warm genug. Oh, Sumach. Da sieh mal ein. Da sieh mal eine an, wollte ich eigentlich sagen. Wilder Knoblauch und noch eine Yucca. Mensch. Menschenskinder. Und wie schaut das aus? Hier, Lindert, Schlangenbisse, Nahrung, Trierung. Okay. Ja, wir schlafen mal für eine Stunde. Ah, nichts drin. Ich muss sagen, dafür, dass da wieder stand, nicht viele Ressourcen, ist die Beute mal wieder ziemlich gut. So, aber wir gehen jetzt weiter. Oh, fuck. Okay, fuck. Ich werde jetzt versuchen, dem Wolf... Okay, es klappt. Oh. Ich hätte das jetzt ausprobieren können mit dem verdorbenen Fleisch, aber das Problem ist ja... Ah, genau, denn das werde ich jetzt direkt mal hier hinlegen, nämlich. Da, Falle. Verdorbener Köder. Okay. Drei... Gut, dann muss ich nämlich nicht extra ins Inventar und mich killen lassen. Wie es sonst wahrscheinlich wieder passieren würde. Alter. Nein, ich wollte nach links. Scheiße. Ja, genau. Ist okay. Alles klar. Es, Leute. Wir sind jetzt nicht ernsthaft deshalb gestorben, oder? Das ist jetzt gerade echt nicht unser Ernst. Nein. Nein! So ein Bullshit. Wir haben einfach drei Folgen durchgespielt und ich beginne die nächste Aufnahme und bin einfach noch nicht mal 10 Minuten tot. Liebes Spiel, was soll das? Was soll das? Ich kann nicht mehr. Ich kann. Es geht nicht mehr. Die Steuerung ist irgendwie anders als letztes Mal. Aber ich weiß nicht warum.
Ja, wir gehen natürlich wieder zum Tipi und machen jetzt genau das, was wir gerade schon gemacht haben. Falls ich irgendwann steuern darf. Okay, gut. Jetzt ist aber Nacht, ne? Das verstehe ich nicht. Aber beim letzten Speicherstand, da war es doch Tag. Oder? Und generell sind hier jetzt andere Dinge drin. Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung und wir sollten... Wir sollten diese Krähe da verscheuchen. Dankeschön. Und wie schaut es jetzt in unserem Inventar aus? Na toll. Okay. Ah, großartig. Das heißt, wir haben jetzt echt wieder den Spielstand von vorher. Voll nervig finde ich das. Muss ich jetzt gerade mal anmerken. Okay, Knoblauch. Ja, ich sollte dankbarer sein, ne? Ich sollte dankbar sein, dass ich nicht bei Tag 0 wieder anfangen muss. Aber naja. Aloe. Toll. So. Und der Hundi kriegt noch was. Feder. Brauchen wir ja auch eigentlich immer noch nicht, weil wir haben nach wie vor keinen Bogen. Leider, leider. Lumpen. Verpiss dich. Du bist hier. Gibt's hier Setzlinge? Ach, nö. Was ist denn zu viel davon? Cool. Also Yucca ist eine gute Pflanze. Die Maulbeeren würde ich jetzt mal stehen lassen. Den Löwenzahn brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, ne? Haben wir genug. Und wir haben eh noch Tee, also... Was will man mehr? Passt eigentlich. Schlafen für eine Stunde lohnt sich nicht. Wahrscheinlich kommt dann eh wieder nur irgendein dummer Wolf und will uns essen. Was wir jetzt hier aber noch machen... das wollte ich schon mal nicht. Mein Gehirn funktioniert heute irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ich werde jetzt mal ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit dem Steuern. Nicht rumrudern. Ich versuche jetzt mal nur die Steuertasten zu verwenden. Okay, nur geht echt nicht. Und jetzt will ich wieder zu dem Wald. Auch wenn der Wald gefährlich ist. Ah, die Musik. Nein, ich will dahin. Ich will dahin. Bitte lass mich. Ja. So, jetzt erstmal einiges auf das Floß machen. Ja. Verlege auf das Floß trockener Zunder. Angeflochtenes Seil. Lumpen. Also wir haben noch einen Filter, das heißt, wir brauchen nicht beide. Feuerstein lassen wir mal. So machen wir auch noch. Ah, das heißt, wir könnten den Sumach vielleicht auch einfach verbrennen. Aber, ja gut. Also wenn die angegriffen werden jetzt. Aber ich glaube, das finde ich ein bisschen kompliziert. Ja, tatsächlich. Lässt den Appetit eines Tieres zu seinem Verhängnis werden. Haha. Sehr, sehr nice. Oh,
kommt nur, ihr Wölfe und Bären und Schlangen und überhaupt alles. Und denn ich kann mich jetzt wehren und ich kann sogar noch eine Falle craften. Ha, sehr cool. Ja. Die Frage ist, sollten wir... Ja gut, solange wir den Köder haben, müssen wir eigentlich nicht direkt eine Falle craften, ne? Sagen, wir holen uns erstmal noch hier so ein Kaninchen. Hier gibt es ja wieder massig. Falle anwenden. Okay. Knochenrichterin. Ich weiß nicht, ob ein fucking Eber Fleisch ist. Okay. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal die Speerfalle zu machen. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach fliehen, aber ich will das jetzt mal probieren. Ich finde, das ist auch langweilig, wenn man einfach immer abhaut. So, wir bauen die Speerfalle hier hin. Und versuchen das dann durchzulocken. Ha! Geil! So muss das sein. Echt ist das? Das gibt nicht mehr Fleisch als die Häschen? Nee, das ist ja mau. Gut, um Kleidung daraus zu machen. Das ist schon mal nice. Wildschwein, Lederhose. Brauche ich Nähsatz natürlich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Falle. Nee. Oder, nee, die müsste ja da noch stehen, ne? Ist da keins reingelaufen? Ah doch, da ist eins reingelaufen. Cool. Cool, 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 cool. So, jetzt haben wir jede Menge Futter. Setzlinge. Vielleicht mal gucken, wie viel brauche ich jetzt noch für die andere Falle, die ich haben will. Also ich würde gerne nochmal eine Speerfalle machen. Ah, dann kann man mal Seil craften. Geflochtenes Seil. Geflochtenes Seil. Geflochtenes Seil. Okay. Ja. Ne? Passt. Und dann... Hier, wo ist sie wieder, die Speerfalle? Setzling brauchen wir noch. Zwei Stück, die werden wir hier jetzt wahrscheinlich nicht finden. Okay, dann geben wir halt unserem Hund hier noch was. Hier jetzt halt wieder echt viel, viel Beute gekriegt, aber nicht so viel mega Wichtiges, Wertvolles. Und ich will jetzt gleich mal noch schauen, wie ich einen Bogen machen kann. Nähsatz! Oh, mega wichtig! Hammer! Hundi. Oh, fuck. Jetzt werden wir gleich nass. Machen wir 2 Stunden, ne? Ja, jetzt seht ihr auch rechts am Rand, es geht gerade ordentlich ab.
Und wir werden gleich großen Hunger haben, wenn wir aufwachen. Und es regnet noch immer. Okay. Hunger haben wir. Durst haben wir auch. Wir haben alles, wie es ausschaut. Konsumieren. Hunger. Ah, das Pökelfleisch müssen wir jetzt mal nehmen. Okay. Ah. Schnell. Oh, ich vergesse jedes Mal dieses verdammte Inventar zu öffnen. Das ist wirklich unglaublich. Wir können Beutel machen. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Wir können Beutel machen. Das ist die beste Nachricht seit ever, ungefähr. Was passiert da? Das Wasser hat mal gar nicht wert. Kirche. Kirche klingt ziemlich gut. Finde ich so. Weil von der Werkstatt bin ich ja noch letzte Mal eher ein bisschen weniger angetan. Ich will zur Kirche. Ja, bitte. Ach, gut. So. Was wollte ich? Ich wollte vor allem mal genau hier hin und her switchen. Ein wenig. Wir müssen jetzt eine Sache wegschmeißen. Es geht nicht anders. Ich würde den Feuerstein sagen, weil von dem haben wir einfach zu viel. Und den Knoblauch essen wir mal direkt, damit er weg ist. Und dann craften wir einen Beutel. Und ich bin echt gespannt, wie viel... 28! Also, wenn man genug hat. Eine wird jetzt noch nicht so viel machen. Ja. Plus 4 finde ich schon okay. Das brauchen wir. Und Wasserfilter haben wir noch. Verlege zum Hund. Verlege auf das Floß. Verlege auf das Floß. Verlege auf das Floß. Das ist so viel. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, das passt so. Sumach habe ich eigentlich schon im Inventar. Das kann man übereinander stapeln. Penicillin. Yucca. Kohle. Okay. Also von ein paar Ressourcen haben wir echt enorm viel, mehr als wir brauchen. Und bei anderen schaut es halt echt wieder ganz mau aus. Scheiß Löwenzahn. Maulbeere ist jetzt gerade auch nicht so. Ja, komm, eine können wir konsumieren. Ohne dass wir die sogenannte Rennerei bekommen. Und noch mehr Maulbeeren. Ich brauche Alkohol. Alkohol wäre halt echt mal wichtig. Wir schlafen eine Stunde in der Hoffnung, dass die Kälte und die Nässe weggeht. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Ja. Bingo. Sehr gut. Nähsatz. Trompete des Teufels ist auch gut. Ja.
Genau, ich wollte jetzt mal wegen einem Bogen schauen. Setzling, Stahlmesser. Wie machen wir ein Stahlmesser? Stahlmesser? Werktisch. Wie kommen wir an einen Werktisch? Schrauben und Muttern haben wir. Wir haben auch Wildschweinleder sogar. Also wir brauchen eigentlich nur einen Werktisch. Okay. Ich würde sagen, da frage ich jetzt gleich mal Google, wie wir an einen Werktisch kommen, weil ich würde die Folge ohnehin mal beenden. Und, gibt es denn Feuer irgendwo? Nee, gibt's nicht. Könnte man aber eigentlich eins machen, ne? Weil gekochtes Fleisch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Feuer, weil wir haben zwei Stücker Fleisch. Das lohnt sich schon. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ach, das hat er. Bissup. Mache Feuer. So, besorge Kohle. Einmal. Kohle, Kohle, Kohle. Und ich wollte. Danke, darf ich weg? Mein Gehirn funktioniert heute echt nicht. Ich wollte noch Fleisch machen. Ah, ich muss mich hinsetzen, wahrscheinlich wieder. Setz dich. Ja, passt. Gekochte Yucca können wir auch machen. Cool. Mach mal. Mach mal direkt alles. Gasbombe. Nee, das lohnt sich nicht, weil wir brauchen das Gefäß für das Wasser. Leider. Leider, leider, leider. Aber wir können noch Hose machen. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir lassen das eher mal noch. Aber was wir jetzt machen können, ist essen. Essen, essen, essen. Oder erstmal die Yucca. Passt. Die können wir noch dazu essen. Nö, noch nicht. Und dann würde ich sagen, Wasser gibt es ja eher nicht, ne? Komischerweise. Und es gab kein Alkohol hier. Das finde ich jetzt schon ein bisschen mau. Ha. Nochmal Nähsatz. Schlafen wollen wir nicht. Genau. So, ich wollte ja die Folge beenden, bevor wir jetzt eine halbe Stunde zusammen haben. Vielleicht haben wir das sogar schon. Können wir jetzt Wildschweinlederhose machen? Okay, ich will das Wildschweinleder, aber eigentlich für das Stahlmesser haben. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge, wenn ich weiß, wo wir eine Workbench herbekommen. Also Leute, macht's gut und ciao, ciao.